feiern wir unsere Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Telefonandacht heute am ersten Sonntag nach Ostern. Wieder wird schmerzhaft bewusst, dass wir uns nicht treffen können wie sonst. Heute war ein Tag, an dem eigentlich Dorfcafé bei uns in der Gemeinde gewesen wäre. Ein sehr beliebter Treffpunkt. All das geht auch nach den Lockerungen, die uns nächste Woche erwarten, im Moment leider noch nicht. Schön, dass Sie aber jetzt am Telefon sind und wir, Vikar Altvater und ich, Pfarrer Burkhard von Dörnberg, mit Ihnen feiern können. Wir laden Sie dazu ein, mitzukommen. Beten Sie mit und lesen Sie gerne mit. Wenn Sie ein Gesangbuch zur Hand haben, dann können Sie gerne die Nummern 728, das ist der Psalm, 728 und das Lied 374 aufschlagen. 728 und 374. Der Sonntag heute steht unter dem Motto: Was ich nicht sehen kann, ist trotzdem da. Und das ist nun etwas, mit dem sich fast jeder von uns in diesen Tagen auseinandersetzt. Wir stehen einer Krankheit gegenüber, deren Erreger wir nicht sehen können. Ja, den selbst alle unsere Virologen und Epidemiologen noch nicht ganz begreifen und entschlüsseln können. Selbst Symptome muss er nicht entwickeln und trotzdem ist er da und überträgt sich von Mensch zu Mensch. Und eben das ist schwer auszuhalten in einer Welt, die daran gewöhnt ist, doch alles entschlüsselt zu haben, doch so vieles erforscht zu haben. Ja, Wissenschaft und Forschung sind auf einem Stand, der in den letzten zwei Jahrhunderten alles übertraf, was es davor gab. Schneller, höher und weiter, wir sind erfolgsverwöhnt. Und nun kommen wir an unsere Grenzen. Wissenschaftlich ja, und viele auch im Glauben. Da klingt es schon fast unharmonisch, wenn es im Johannesevangelium heißt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Da konfrontiert uns ein Jünger mit dem Namen Thomas mit dem Wunsch, Glaubensinhalte zu sehen und zu verstehen. Aber der Glaube an die Auferstehung, der richtet sich eben nicht auf eine letztendlich beweisbare Tatsache. Er ist ein Vertrauensakt. Das Vertrauen darin, dass Gott seine Zusage halten wird. Und davon berichtet auch der 57. Psalm, den Sie unter der Nummer 728 finden. Pfarrer von Dörnberg und ich beten ihn im Wechsel. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele. Und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Er sende vom Himmel und helfe mir. Gott sende seine Güte und Treue. Verzehrende Flammen sind die Menschen und ihre Zungen scharfe Schwerter. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst hinein. Mein Herz ist bereit, Gott. Mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Seele, wach auf. Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Amen. Wir hören auf Worte aus dem Lied unter der Nummer 374. Es stammt aus dem Jahr 1833 und beginnt so: Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort,
und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Und er hat's gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still und hoff auf seinen Segen. Denn was er tut, ist immer gut. Und wer von ihm behütet ruht, ist sicher aller Wegen. Und meines Glaubens Unterpfand ist, was er selbst verheißen, dass nichts mich seiner starken Hand soll je und je entreißen. Was er verspricht, das bricht er nicht. Er bleibet meine Zuversicht. Ich will ihn ewig preisen. Lassen Sie uns gemeinsam den Glauben bekennen, der uns verbindet, auch wenn wir uns nicht sehen können und nur noch selten sprechen. Das Glaubensbekenntnis, das verbindet uns mit allen Christen auf dieser so geplagten Welt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Den Finger in die Wunde legen. Ein Sprichwort, das so bekannt wie selbsterklärend ist. Hinweisen auf eine Verletzung, eine Schwäche, einen noch unerfüllten Wunsch. Und da ist es fast egal, wer uns den Finger in die Wunde legt. Ein Freund in guter Absicht auf etwas hinzuweisen, das vielleicht gerade schiefläuft. Oder ein missgünstiger, feindseliger Mensch, der genüsslich unsere empfindlichsten Punkte findet. Egal wer, immer schmerzt eine solche Berührung. Und wie wir auch aufpassen, so besteht bei jedem solchen Griff in eine Wunde, bei jedem Blick auf eine ungeschminkte Wahrheit doch immer die Gefahr einer Infektion. Dass etwas hängen bleibt, etwas weiter wächst. Die Gefahr, dass aus der Enttarnung eines persönlichen Fehlers, einer Schwäche etwa große Selbstzweifel erwachsen. Die Gefahr, dass sich Trauer über einen Verlust oder eine nicht genutzte Chance in abgrundtiefe Verzweiflung verwandeln. Und die Gefahr schließlich, dass wir anfangen, uns selbst zu zerfleischen, statt wieder nach vorne blicken zu können. Gerade legt uns die Corona-Krise den Finger in die Wunde. Sie offenbart, wo die Grenzen unserer Solidarität liegen. Sie zeigt die Schwächen in Gesundheitssystemen auf der ganzen Welt. Schmerzhaft werden Dinge offenbar, die lange niemand wahrhaben wollte. An der falschen Ecke sparen fällt auf uns zurück. Die Natur immer weiter zurückzudrängen geht auf Dauer nicht gut. Und ganz persönlich, welche meiner Schwächen werden mir in der Quarantäne erst bewusst? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen jetzt um? Und wie ist es nach der heißen Phase? Machen wir weiter wie vorher? Oder fallen wir zurück in alte Muster? Gegen diese Gefahr, liebe Telefongemeinde, ist niemand gefeit. Wir kennen die bitteren Gefühle des Zweifels, die Selbstvorwürfe und das einfach nicht mehr weiter wollen. Und ja, auch Christen können an den Punkt gelangen, an dem wir nach menschlichem Ermessen schlichtweg fertig sind. Fertig mit uns, mit der Welt und auch mit Gott. So wie der Jünger Thomas, um dessen Geschichte es heute geht. Sie steht im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Es heißt da, Thomas, aber einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Thomas aber sprach zu ihnen,
Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und er tritt mitten unter die Jünger und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Da sagt Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas war einer der Jünger, die Jesus gefolgt sind. Wie die anderen hatte er alles aufgegeben, um sein Leben mit ihm zu teilen und an der Sache mitzuarbeiten. Und dennoch, auch Thomas war nur ein Mensch, einer, der verletzlich war und Schwächen hatte, der Zweifel hatte und Enttäuschung und das Gefühl der Resignation sehr wohl kannte. Nach Jesu Kreuzigung konnte er deshalb einfach nicht weiter zur Tagesordnung übergehen. Und von den übrigen Jüngern, seinen Freunden und Weggefährten zog er sich offenbar auch zurück, allein mit seiner Trauer und seiner Angst und womöglich auch mit einer unausgesprochenen Wut auf sich und diesen Wanderprediger aus Nazareth, dem er doch so vertraut hatte, der ihm doch alles versprochen hatte, aber jetzt nicht mal sein eigenes Leben hatte retten können. Nach Jesu Tod musste er fertig gewesen sein, fertig mit sich, mit der Welt und eben auch mit Gott. So fertig, dass er unmöglich ohne weiteres einfach hätte weiter glauben können wie zuvor. Über Jahrhunderte hinweg war Thomas mit seiner Haltung damit der Buhmann. Er wollte die harten Fakten, konnte nicht glauben ohne, er war schwach im Glauben. Und doch möchte ich gerne zugeben, dass ich mich an manchen Tagen diesem Thomas wirklich nahe fühle. Mit seinem brennenden Wunsch, endlich sehen zu wollen, um glauben zu können, besonders dann, wenn das Leben einen meiner wunden Punkte berührt. Wenn es schwerfällt, weiterzumachen wie bisher, weil das einfach nicht mehr geht. An solchen Tagen möchte ich auch Gott zu Antworten nötigen. Will wissen, wo er denn endlich bleibt und was er tut, wenn alles privates und öffentliches Leben chaotisch und unbeherrschbar werden. Ich will sehen und fühlen, wie er tatsächlich für uns Menschen da ist, wenn wir ihn am allermeisten brauchen. Ich glaube, diesen Wunsch muss ich vor Gott gar nicht verstecken und mich dafür auch noch schlecht fühlen. Im Gegenteil. Gott gegenüber radikal ehrlich sein, gerade wenn ich auch einfach nur fertig bin. Denn Gott will ja nicht, dass wir gute Miene zu bösem Spiel machen. Er will nicht, dass wir unsere Zweifel, unsere Enttäuschung oder sogar unsere Wut mit ein paar frommen Sprüchen herunterspülen, sie vor ihm verstecken und die Dinge dann in uns hineinfressen und uns mit der Zeit seelisch vergiften. Sondern Gott will, dass wir eine echte Beziehung zu ihm aufbauen und ihm so zeigen, wie wir wirklich sind, ehrlich, mit all unseren Verletzungen, mit unseren Schwächen, unseren Fehlern, unserem Zweifel und unserem schlechten Gefühl, das wir in uns tragen. Denn Gott, das ist der Gott, der zu uns gekommen ist und uns auch weiterhin begleiten möchte. Unser Gott, das ist der Gott, der nicht möchte, dass wir uns selbst zerfleischen und dem wir immer den Finger in die Wunde legen dürfen, wenn uns das Leben schmerzt. So wie es Jesus beim Jünger Thomas zulässt. Ihm zeigt sich der auferstandene Christus ganz leiblich. Er erlebt den Gekreuzigten als den lebendigen Gott, den Gott, der auch im Zweifel nahe ist. Wir heute können Jesus nicht körperlich berühren. Das war ein Privileg, das den Jüngern damals vorbehalten war. Jesus verspricht uns aber, dass umgekehrt er uns berühren will, mit seiner Liebe und seiner Kraft und seinem Reich. Das zu spüren, das geht nicht dauerhaft und ununterbrochen. Der Zweifel, der gehört auch dazu. Wenn wir ihn aber spüren, dann wachsen in uns wieder Glaube und Liebe und Hoffnung darauf, dass am Ende alles eigentlich nur gut werden kann. Amen. Und so lasst uns vor Gott bringen, das, was uns bewegt in diesen Tagen,
unsere Gebete und unsere Fürbitten. Herr guter Gott, wir bitten dich für alle, die gerade besonders unter der Krankheit, unter existenzieller Not und Gewalt leiden, für alle, die, denen das Leben den Finger in die Wunde legt. Besonders denken wir dabei an die Angehörigen von Alfred Tittmann, der gestorben ist, der Mitglied in unserer Gemeinde war, der gerne in unsere Gottesdienste gekommen ist. Zeige du dich allen, die traurig sind, weil er gestorben ist. Sei für sie da. Höre ihre Klagen und ihre Bitten. Lass sie deine Gegenwart spüren. Für sie rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, guter Gott, wir bitten dich für die, die das Gefühl haben, ihren Glauben zu verlieren, weil kein Hoffnungsschimmer am Horizont zu sehen ist. Schenke neue Zuversicht, lass dein Licht leuchten, damit die Finsternis und der Schwermut der Gedanken verschwinden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich für diese Welt, deine Welt. Lass sie sich nicht gegenseitig zerfleischen, über die letzten Masken und die letzten Lieferungen Schutzausrüstung. Lass echte Solidarität wachsen, die nicht nur Lippenbekenntnis ist, sondern wirklich hilft. Lass verborgene Motive und versteckte Absichten verloren gehen und ermögliche einen offenen Dialog, der dem dient, was wirklich wichtig ist, der dem Leben dient. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Und all das, was uns in dieser Woche bewegt hat, unseren Dank, unser Bitten, unser Klagen, das schließen wir ein, wenn wir mit den Worten Jesu gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gemeinde ist noch bekannt zu geben, dass ab morgen es weiterhin YouTube-Videos gibt. Morgen früh ein Morgensport mit Psalmworten und einem besonderen Assistenten. Da können Sie sich gerne überraschen lassen. Für die nächsten 2 Wochen sind zunächst auf jeden Fall keine Gottesdienste geplant. Und wie es dann weitergeht, das steht ein bisschen im neuen Band, der im Laufe der nächsten Woche herauskommt und ausgetragen wird. Allerdings sind alle dort genannten Gottesdiensttermine dann erstmal noch unter Vorbehalt. Denn wie die Regeln genau aussehen, das wird sich dann erst in 2 Wochen zeigen. Nächste Woche um 18 Uhr ist dann aber wieder ganz normal Telefonandacht mit Herrn Altvater und mit mir. Und Herrn Altvater bitte ich um den Segen für die kommende Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ihnen eine gute und gesegnete Woche. Auf Wiederhören.